Und als nächstes zu Wort gemeldet hat sich Alois Schroll von der SPÖ. Einkommen 1.024 Euro netto. Gasvorschreibung pro Quartal 2022 312 Euro. Neue Vorschreibung für das pro Quartal 2023 1.435 Euro. Die Frau Maria A. hat eine Nachzahlung bekommen von der EVN für 2022 von 4.039,32 Euro. Gesamtkosten hat Frau Maria A. für die Strom- und Gasrechnung für 2023 zu bezahlen von 8.585 Euro. Geschätzte Damen und Kolleginnen und Kollegen und Damen und Herren, alleine für Strom und Gas muss die Frau Maria A. 2023 8,2 Monatsgehälter aufwenden. Herr R. aus dem Bezirk Scheibs, Stromvorschreibung pro Quartal 2022 182 Euro. Neue Vorschreibung pro Quartal für 2023 668 Euro. Jahreskosten 2023 2.672 Euro. Herr R. bezahlt Mehrkosten von 1.944 Euro für das Quartal oder für 2023. Und vielleicht noch ein Beispiel, ich könnte Hunderte erzählen, aber der Herr H. aus der Stadt Scheibs hat mitgetan bei der Energiewende. Er hat gesagt, ich mache mit, ich bin für die Energiewende und hat sich im September heuer eine Luftwärmepumpe einbauen lassen. Der Verbrauch pro Tag ist 72 Kilowattstunden nur für die Luftwärmepumpen, fürs Heizen und für das Warmwasser. Der Strompreis von der EVN ist in der Stadt Scheibs mit allen Steuern 51 Cent pro Kilowattstunde. Der Herr H. aus Scheibs hat Kosten pro Tag in der Heizperiode von 36,72 Euro aufs Monat aufgerechnet 1.101,6 Euro. Die Stromkostenbremse der Regierung hilft Herrn H. beim Betrieb der Luftwärmepumpen nicht einmal zwei Monaten beim Heizen und für sein Warmwasser. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen der Regierungsparteien, wie bitte habt ihr euch das vorgestellt? Wie wollt ihr das den betroffenen Menschen? Wie wollt ihr das den betroffenen Menschen sagen? Und ihr entzieht diesen Menschen die Lebensgrundlage. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es kann nicht sein, in einem der reichsten Länder, dass die Menschen nicht mehr wissen, soll man heizen, soll man sich in den Kühlschrank anfühlen, und wir reden gar nicht, was bleibt am Monatsende nur im Bärsel über, beziehungsweise, dass man sich vielleicht irgendwas aufs Konto legen kann. Das ist einfach nicht möglich. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, weil es heute schon einmal oder des Öfteren angesprochen wurde, jetzt auch die Kollegen der NEOS. Nein, wir fordern nicht das Gießkannenprinzip und noch mehr, sondern wir fordern, dass genau die Mittel zielgerichtet eingesetzt werden. Und deswegen fordern wir einmal mehr den Gaspreisdeckel für die Wirtschaft, Industrie, Haushalte und für Studentinnen und Studenten. Preise runter, Deckel drauf, das ist die richtige Antwort, genau in dieser Situation. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil es euch lautstark macht aus Niederösterreich, es steht im Raum und es ist gerüchterweise auch schon bekannt, dass ab April die EVN, die Preise für Gas und Strom in Niederösterreich erhöhen wird. Wenn die Frau Landeshauptfrau den Mut hat, dann soll sie sich vor dem Sonntag hinstellen und sagen, liebe Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, nein, nach dem 29. Jänner werden auch die Gaspreise und die Strompreise in Niederösterreich nicht angehoben. Stellen Sie sich hin, Frau Landeshauptfrau, ich fordere Sie auf. Sie brauchen sich also gar nicht so aufregen, Frau Kollegin. Es ist definitiv klar, dass es so ist. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, weil der Herr Bundeskanzler gesagt hat, hier der Glanz in diesem neuen Haus, ein gemeinsames Miteinander, ein starkes Miteinander. Ja, vielleicht haben es ihr von der ÖVP und von den Grünen, die es noch nicht mitkriegt. Hier im neuen Haus habt ihr einen Schlüssel bekommen, dass ihr reinkommt ins Haus. Ihr habt es vielleicht noch nicht mitkriegt. Ihr kommt mit diesem Schlüssel auch wieder raus. Geht raus zu den Leuten, horcht euch das an, horcht euch die Probleme der Leute an, und ich könnte euch noch viele Beispiele erzählen. Und der Kollege ist da aus dem Bezirk am Städten. Ich habe jetzt, dabei diese Diskussion hier geführt wird, ein Mail bekommen, die sagt, sie hat vor 3 Jahren
hat sie einen Bioladen aufgesperrt und sie muss im Februar zusperren, weil sie ihre Stromrechnung nicht zahlen kann und für 2022 8.500 € zurückzahlen muss. Geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Parteivorsitzende hat es heute schon gesagt. Gehen wir gemeinsam den Weg, nehmen Sie auch unsere Vorschläge an und dann können wir gemeinsam den Menschen draußen helfen. Das wäre unser Ziel und unsere Bitte und auch unsere Forderung. Wir müssen endlich was machen und das ist unsere Bitte. Dankeschön. Alois Schroll von der SPÖ war das. Ja.